Hallo und herzlich willkommen im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus und heute wollen wir ein bisschen Süppchen kochen. Alles klar. Heute habe ich ein Modell, wovon ich als einzige Bezeichnung gefunden habe, WM-Blocks. Die Nummer ist 69625 aus der japanischen Street View-Serie Das Ramenhaus mit 258 Teilen. Hier steht's. Mit dabei war ein wertvoller Teiletrenner in so einem kleinen Modell, finde ich gut. Eine faltbare Anleitung. Und ein Stickerbogen. Ups, Entschuldigung. Und im Aufbauvideo, das war ja fast ein Live-Video. Ich wollte eigentlich streamen, aber hab mir nicht so ganz getraut. Deswegen habe ich es durchgehend aufgenommen und hochgeladen. Vielleicht streame ich, aber ich bin nicht so der Mann, der so schnell sowas bauen kann. Aber ich hoffe, es gefällt euch und ihr gebt mir dann eine Rückmeldung drauf. Dann weiß ich, ob ich mal streamen kann oder nicht. So, jetzt hole ich mal noch eine zweite Kamera dazu. Ja, ich schiebe mich mal ein bisschen zur Seite. So. So. Alles klar. Zeige ich euch das gute Stück mal. Oh, hier eine Rede schon mal. So. Also, wir haben eine Anleitung. Das ist ein Faltblatt. Wo das, was gebaut wurde, ausgegraut ist. Das, was zu bauen ist, wird in Vollfarbe dargestellt. Allerdings, es ist keine Teileliste dabei. Das heißt, man muss wirklich ganz genau gucken, hallo, was muss jetzt wo und wie verbaut werden, was ich eigentlich relativ spannend finde und auch unterhaltsam. Man muss wirklich gucken, hat man alles verbaut oder nicht. So gesehen sind es vier Seiten, ja, die man durchklappen kann. Ich fand es angenehm. Die Bauzeit war für einige Leute wahrscheinlich ein bisschen zu lang, aber ich habe es fertig gemacht. Den Stickerbogen habe ich natürlich nicht angebracht. Deswegen sieht das Modell auch ein bisschen mau aus, aber ich weiß es noch nicht. Am besten. So. Das Set habe ich mir selber importiert. Dementsprechend ist da kein Karton bei. Dafür sind allerdings zwei Minifiguren dabei. Ja, die haben ja, also das ist immer Serie sein, ich weiß es aber nicht. Die haben das hier besser. Die haben halt Prints drauf. Ja, hier auf dem Kopf, Gesicht, Oberkörper, Beine sind voll beprintet. Hinten nichts. Und der andere auch. Oberkörperprint, Beineprint, Füßeprint und eine interessante Frise. Sind aufnoppbar, sind hinstellbar. Wunderbar. So, jetzt stelle ich mal. Das seht ihr nicht. Hier seht ihr das. Jetzt zum Gebäude. Hier vorne, das Weiße, da kämen dann quasi diese Prints hier hin. Ja. Es hat nichts zu tun mit dem Rahmenhaus, was bei Lego in der Creator-Serie drin ist. Es ist klein, süß, knuckelig.
Ich finde es in Ordnung. Auch hier an der Seite wäre ein Prinz. Denke ich, hier kann ich es besser zeigen. So. Also. Hier wäre ein Prinz. Hier an der Seite wäre ein Prinz. Und innen drin wären auch Prinz. Das kann ich euch am besten so zeigen. So, da an der Wand hinten müssten zwei Prinz. Ja. Wenn ich das hier vorne mal das Schild hochklappe, ja, kann man da auch schön reingucken. Da sind die Suppentöpfe, da müssten dann auch Aufkleber drauf, Sticker. So. Oben zwei Lampen. Und die obere Etage ist halt nur leicht angedeutet, aber gut. Ja. Ist ein süßer kleiner Bau. Ging schön angenehm von Hand, machte richtig Spaß. Ist eine gute Klemmkraft, gute Steine. Ja. So. Ja. So machen so. Was ich sehr knuffig finde, das soll wahrscheinlich ein Fallrohr darstellen. Nur die Dachrinne, ne? Hier oben, die sind öffnerbar, kann man aufmachen. Ja. Genau wie hier auch. Und hier, ja, zeigt man jetzt so. Da, das sind Schubladen. Ah, kommt gerne ganz raus. Die man auch wirklich befüllen könnte, ja? Davon sind zwei Stück da drin. Ja. Den Gläser mit den Lampen. Dann stelle ich die Jungs einfach mal dahinter. So. Die wahrscheinlich davor hingehören. Ja. So sieht das Ganze aus. Und wenn die da drin stecken. Ja, das ist wie gesagt, ist ein kleines Modell mit 258 Teilen. Es hat aber Spaß gemacht. So, jetzt messe ich das gute Stück mal aus. Das Ganze ist 12,7 breit, das sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 breit, 16 Noppen. Wir haben eine Tiefe von 8 cm und eine maximale Höhe von 13,5 cm. Wie gesagt, mit den Aufklebern sieht das Ganze natürlich noch ein bisschen besser aus. Aber es gefällt mir auch so. Auch die Farben passen gut zueinander. Und ja. Das ist mein kleines Rahmenhaus. Ich hoffe, euch hat dieses Video und mein Aufbauvideo gefallen. Ich würde mich über einen Daumen hoch oder ein Abo sehr freuen. Ansonsten bestelle ich euch einen lieben Gruß aus dem Ruhrpott. Bitte bleibt gesund. Euer Markus, Glück auf!